Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Ultimate Reloaded. Nun ja, ich gucke mir die ganze Geschichte mal gerade so von der, oder aus der Entfernung an, könnte man sagen. Eigentlich kann sich das sehr gut sehen lassen, was wir hier bisher gebaut haben. Gut, aber jetzt mal im Ernst, warum sind wir eigentlich hier? Ich habe ein bisschen Terraforming betrieben. Ich habe hier eine relativ große Fläche zusammengebaut. Habe ein paar Bienennester und so entfernt, habe hier Erde aufgeschüttet und für alle die, die in die Kommentare geschrieben haben, wofür brauchst du so viel Erde? Also ich habe hier bestimmt 2000 Erde reingeknallt, weil hier unten noch ein See war, ja. Also dementsprechend ist es durchaus gerechtfertigt, wenn wir doch mal ein bisschen mehr Dirt im System haben. Gut, warum machen wir diesen ganzen Quatsch jetzt? Ganz einfach, ich möchte endlich mal mit Industrial Foregoing ein bisschen was machen und zwar eine Tierfarm. Dazu müssen wir jetzt noch ein paar Sachen vorbereiten. Und zwar brauchen wir Stone. Ich denke mal, wir bedienen uns da beim Cobblestone. Und danach brauchen wir den ganzen oder ordentlichen Haufen, ja, Zäune. Aber erstmal machen wir dazu. Das gucken wir raus. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir für diese Begrenzung? Also wir werden jetzt erstmal anfangen, die Farmen abzustecken. Denn wir brauchen da so ein paar verschiedene Areale, sage ich jetzt mal. Und wir machen das mit dem hier. Small Disordered Tiles. Das kommt, glaube ich, ganz gut für so eine Gammelfarm. Oben drauf kommt dann der Zaun. Ich weiß auch noch nicht so genau, in welchem oder was für eine Art Zaun wir nehmen. Mal gucken. Mal sehen. So. Wir fangen genau hier in der Mitte an, würde ich sagen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann machen wir hier noch einen hin und hier noch einen hin. Das heißt, wir haben einen Innenbereich von 9 nachher. 7 müsste es sein, 8, 9, 10. Mal eben kontrollieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, dann würde das hier wieder rumgehen. Okay, alles klar. Ups. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal das, ja, die zentrale Farm hier gekennzeichnet. Und wir sehen schon, ich darf gleich noch mehr Terraform. Grandios. Warum? Kommen wir gleich dazu. So, passt das hier auch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ideal passt das sogar. Sehr schön. Alter, diese Grasdinger, ne? Die sind manchmal echt ein bisschen nervig, oder? Kann das sein? Wahnsinn. So, ich gehe mal kurz pennen hier drüben bei unserer coolen Bahnhofsmission. Ja, mal im Ernst. Wenn man mal so hier von der Entfernung guckt, das ist eigentlich schon ganz cool, was wir gebaut haben, glaube ich. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich finde, das ist ganz okay. Gut, wenn mich nicht alles täuscht, müsste heute Montag sein. Wahnsinn, ey. Also ich habe doch tatsächlich mehr geschafft von der Vorproduktion, als ich dachte. Aber das ist auch gut so. So, was machen wir jetzt? Wir gehen hier in diese Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich darf hier nachher auf jeden Fall wieder neu ausleuchten. Das steht fest. Ich muss hier noch richtig viel Terraform. Alter Falter, ey. Das wird witzig. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alles klar, das passt. Es wird übrigens eine riesengroße Farm. Habe ich das schon mal erwähnt? Aber ich denke, das ist... Oh, nee, das ist nicht gut. Ich denke, das ist sehr sichtlich. Muss aber sein. Guck mal, wir können den hier auch nochmal umbauen. Brauchen wir sonst gerade nicht. Dann haben wir das soweit. Ich bin gerade überlegen, ob wir das nicht vielleicht doch ein bisschen anders teilen. Nee, lassen wir so. Ich muss ja hier sowieso noch längs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wird ein Monsterprojekt wieder, diese olle Farm. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten, ey. So, dasselbe machen wir nochmal in diese Richtung hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Genau, richtig. Wie gesagt, diese Farmabschnitte immer 9 mal 9. Dann passt es soweit. Gehen wir aus dem Weg hier, Kollege. Gut, dann hätten wir das. Warte. Ich meine, die mittleren Parts, die müssten nicht so groß sein. Ich mache das aber trotzdem. Ja, doch, machen wir trotzdem. Klar, warum denn nicht? Ja, und jetzt sehen wir schon das Problem, also ich muss hier noch sau viel Terraform, das machen wir aber nicht jetzt. Ich gehe jetzt erstmal hier rüber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, und da sehen wir schon das Problem, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich zähle das nur so genau ab, weil wenn ich hier einen Fehler mache, dann funktioniert das System nicht mehr. Da dürfen wir uns tatsächlich ausnahmsweise mal keine Fehler erlauben.
Ja, hier muss dann noch Erde drauf. Und jetzt haben wir ein Problem. Ich muss noch mal einen Block hier hinbauen. Das fülle ich dann noch mal auf. Und der hier, der sollte relativ simpel sein. Eins, zwei. Achso, wir können ja von hier gucken, ne? Ja, geil. Ja, genau. Ja, wie man sieht, wir haben hier eventuell ein bisschen mehr vor. Gut, dasselbe Gedöns machen wir jetzt mal in diese Richtung hier. Da können wir uns auch hier an der anderen Box, sage ich jetzt mal, orientieren. Genau, das passt. Das passt nicht mehr. So, ja, dann hätten wir die Boxvorbereitung schon mal abgeschlossen. So, da wir das jetzt haben, ich stelle mich mal eben da oben drauf, dann kann ich euch das mal erklären, was ich überhaupt vorhabe. Und zwar, wir sehen hier so ein Boxsystem und hier werden zum Beispiel Schafe sein, also immer diese, ich sag mal, 4 oder 8 Schafe. Ich muss mal gucken, wie viele wir im Endeffekt machen. Hier hinten ist die Box für die Schweine. Zum Beispiel, wir können das auch drehen, ist egal. Hier Kühe und hier unten Hühner oder so, ja. Das sind im Prinzip immer die 4 oder 8 Viecher, die wir drin haben, die sind immer fix da. Dann kommt hier am Rand, kommt halt überall so ein Animal Feeder mit dabei, dass die Dinger halt gefüttert werden. Hier kommt ein Baby Separator rein, der schmeißt immer die quasi frisch geborenen Viecher in diesen Raum hier rein. Dasselbe passiert mit dem hier, der schiebt das dann hier rüber. Somit haben wir hier schon mal eine Zusammenführung von diesen beiden Viechern. Auf der anderen Seite dasselbe genauso. Jetzt werden hier in diesem Zwischenstück, da wird auch nochmal ein Separator kommen, und zwar einer mit einem sogenannten Adult Upgrade, der halt dann nur die erwachsenen Tiere hier weiterschiebt. Hier rein, dasselbe von dieser Seite auch hier rein. Das heißt, hier drinne sind dann wieder erwachsene Tiere. Also hier erwachsen, die immer breeden, dann hier die kleinen Tiere, die dann auswachsen, die werden hier rüber geschoben und sind dann hier wieder groß. Und hier, in diesem Kasten hier, findet der eigentliche Schlachtvorgang statt. Das heißt, da steht dann in der Mob-Slaughter, der uns die Viecher umhaut und die Dinge, ja, Fleisch zum Beispiel extrahiert oder halt andere Dinge. Das ist der Plan und dafür brauchen wir dieses Box-System. Ich denke, das ist soweit ganz verständlich und ich gönne mal erstmal so ein cooles Steak hier. Ich denke, das werden auch mehrere Folgen werden, die wir hier brauchen und fertig bauen tun wir sowieso erst im Stream. Macht aber nichts. Was wir jetzt auf jeden Fall noch tun, ist, ich habe noch ein bisschen Dirt dabei, ne? Dann machen wir auch mal ein paar langweilige Arbeiten. Ja, komm. Also ich würde gleich ganz gerne noch die Zäune hinbauen. Ja, und dann sind wir eigentlich mit der Vorbereitungsfolge fertig. Ich mache das jetzt erstmal bündig. Wir müssen das später vielleicht nochmal in irgendeinem Stream wieder so weit hinbauen, dass es einigermaßen vernünftig auch schaut, ja. Weil wenn wir hier jetzt diese harte Kante reinbauen, das sieht ultra ungeil aus, ne? Aber ist egal. Machen wir jetzt erstmal. Ups. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Ach so. Na gut. Ja, und ich denke mal, diese Farm sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Wir können halt die Anzahl der Tiere, die halt durchkommen, können wir variieren, indem wir halt in den äußeren Boxen einfach die Anzahl der gefütterten Tiere erhöhen. Und somit können wir das hier wunderbar variieren von der Menge, die dann halt durchkommt. Ne? So, wir brauchen nochmal Dirt. Übrigens, das Wireless-Terminal reicht nicht ganz bis hier. Wir müssten da vorne, hier müssen wir irgendwo stehen gleich. Genau, dann geht's wieder. So, wie wir sehen, ja, Dirt ist gar nicht mal mehr so viel da. Und genau deswegen haben wir einen Dirt-Vorrat im System. Ich sag das nur nochmal für die Leute, die sich beschwert haben darüber. Ne? Nur nice to know. So, dann füllen wir den ganzen Kram hier auf, danach noch die Zäune drauf und dann ist die Vorbereitung schon mal ganz gut durch, würde ich sagen. So, und das Coolste daran ist einfach die Tatsache, dass unsere Tiere da vorne endlich mal wegkommen. Die gehen mir da schon richtig auf die Nerven, ehrlich gesagt, ne? Ja, egal. Musste ja irgendwann mal passieren. Gut, das haben wir. Achso, genau, stimmt. Hier vorne fehlt noch eine kleine Ecke und dann haben wir die gröbsten Sachen erstmal fertig. Ich überlege gerade, ob wir das nicht einfach doppelt hoch machen mit Mauern. Weil mit Zäunen haben wir das Problem, dass die Viecher dann hier drauf hüpfen. Und dann hier stehen und von den Viedern nicht mehr benutzt oder ja, betrachtet werden. Wir machen das mit dem Stein doppelt hoch, ja. Da wir ja jetzt ein Jetpack haben, haben wir ja ganz andere Möglichkeiten sogar noch, um uns fortzubewegen. Das ist halt das Coole. Ja, und hier und da können wir dann noch so ein bisschen mit Glowstone aushelfen. Ich denke, das läuft soweit.
Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ne, so generell so Zäune in Minecraft finde ich gar nicht mal so schön, muss ich ja sagen, ne? Ja, wie gesagt, das hier ist erstmal nur so die Markierung und die ganzen Arbeiten, um es dann nachher schön zu bauen, das machen wir im Stream. Punkt. So. Der Vorteil an dieser Bauweise ist übrigens auch der, dass wir hier keine Probleme bekommen, wenn wir irgendwie so einen Animal Feeder oder so hier stehen haben, weil da könnten die Viecher ja auch oben drüber hüpfen. Ja, wenn wir da nicht unbedingt geschickt einen Zaun drum bauen, dann springen uns die Viecher darüber. Das heißt, diese 2-Block-Höhe, die ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Na doch, fällt mir jetzt gerade erst auf, aber das ist ganz cool so, ja. So. Ja, und ich sag mal so, wir hätten auch diese Boxen kleiner machen können, aber ich wollte schon so ein bisschen was Vernünftiges hier hinklatschen. Ich meine, die ganzen Gebäude, die sind relativ groß, also zwar bequem, trotzdem groß. Und jetzt mit der Farm machen wir halt nochmal, oder setzen wir nochmal einen drauf. Ich denke, das ist in Ordnung. So, Small Disordered Tiles, genau, die wollen wir haben. Einen haben wir noch, läuft. Upsi. Das hat wieder sehr gut funktioniert. Nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Wahnsinn. So. Ist ja nicht irgendwo noch Gras? Ja, gut, dann passt es ja. Geht nur darum, dass es hier mal langsam so grünmäßig zuwächst und so weiter. Ich glaube, diese ganzen Grasgeschichten, die entfernen wir nochmal komplett hier drin. Ich meine, im Prinzip ist es, glaube ich, egal, aber nee. Wir können vor allem später dann, falls wir mal was brauchen oder so, einfacher mit der Portal Gun, mit der Gravity Gun arbeiten. Wenn da überall Gras zwischensteht, dann ist es äußerst nervig. Apropos, wir könnten rein theoretisch auch schon Tiere rüberholen, ne? Weil dann sind die da vorne endlich weg. Oh yes, das wäre echt gut. Aber wir machen hier erstmal Klarschiff. Geht ja relativ zügig zum Glück. So. Und ich muss nachher mal gucken, dass wir hier die Chunks halt noch laden und hier vorne, in dem Bereich da hinten, dass wir da noch ein bisschen besser ausleuchten. Weil sonst haben wir wieder so unser Mob-Problem, sage ich mal. Beziehungsweise auch Mob-Farm-Problem genannt. So, dann hier nochmal die Box und da nochmal ein bisschen. Ich meine, diese Ausleuchtgeschichte hier innen drin, das machen wir wahrscheinlich dann im Stream mit irgendwelchen Glowstone-Geschichten. Jo, das sieht doch schon mal gut aus. Sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir holen die Tiere mal hier rüber. Wo haben wir denn die Gravity Gun? Achso, Rucksack wahrscheinlich. Warte mal kurz. Dann können wir auch gleich nochmal eben ein bisschen aufräumen hier. Ja, das ist ein gutes Stück. Habe ich mir fast schon gedacht. Ich gehe nochmal eben kurz pennen hier oben. Sehr gut. Ja, und das Coole ist, wir können endlich den Quatsch hier entfernen. Ich darf jetzt gleich nur nicht die linke Maustaste versehentlich drücken. Das wäre sehr tragisch an sich bei uns. Schweine setzen wir hier hinten rein. Zack. Ja, ich würde sagen, ich mache das hier mal eben fertig und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. In dem Sinne, bis gleich. So, ich glaube, dann haben wir alle, ne? Viermal Schwein, viermal Schaf, viermal Kühe. Achso, da sind sie, genau. Und viermal Huhn. Perfekt. Ich habe vorhin gesehen, hier vorne, genau da. Da hatte sich irgendwie noch ein Schwein versteckt, ne? Das sammeln wir mal eben mit ein. Wobei, das würde eigentlich das Gleichgewicht von unserer Farm wieder zerstören. Ja, von mir aus auch da, ist okay. Vielleicht können wir ein bisschen üben. Ah, nicht übel, nicht übel. Der müsste aber genau reingehen. Ja, funktioniert, sehr schön. Alle, achso, da hinten sind zwei, okay, wunderbar.
Jo, dann hätten wir das schon mal vorbereitet. Für die Planung für den nächsten Stream kann man ja schon mal so viel sagen. Das sieht jetzt von außen tatsächlich ein bisschen kacke aus, hier mit diesen komischen Steinmauern. Wir werden das später so machen, dass wir hier noch so ein bisschen, ja, Dirt bzw. Gras an den Rand schmeißen. Dann wird hier vorne wahrscheinlich ein Eingangsbereich kommen. Und das eigentliche, ja, ich sag mal Bauernhaus in dem Sinne, ja, oder der Bauernhof, wie auch immer, der wird dann hier drüber gebaut, über diesem Slaughter-Ding quasi. Und dann haben wir hier so ein paar, so ein bisschen Platz für die ganzen Versorgungskabel, für Strom und ME-System und so weiter. Hier rein theoretisch genauso. Wir müssen mal gucken, was wir später davon brauchen. Und ja, das können wir hier auf jeden Fall erstmal so stehen lassen. Gar nicht mal so verkehrt. Ja, sieht alles gerade noch so ein bisschen eckig, kantig aus und so weiter, aber ich denke, wir werden das irgendwann so auf ein Niveau bringen, dass wir, ja, das hier ganz gut mit einreihen in das bisherige, was wir gebaut haben. Ansonsten, der olle Zaun hier kann weg. So können wir dann doch mal die Diamond Chainsaw testen. Und es ist eine Erfüllung, eine wahnsinnige Erfüllung, dass endlich diese hässlichen Tiergehege hier weg können, ey. Die waren mir irgendwie immer so ein Dorn im Auge. Ja, ich hatte irgendwie nie Bock, ja, das Zeug zu verlegen, weil ich genau wusste, okay, wenn ich sie jetzt irgendwo hinschiebe, dann muss ich sie irgendwann nochmal verlegen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Plan hatte, wie ich das mit der Farm machen möchte. Aber das habe ich jetzt. Und deswegen können wir das so ganz easy machen. Genau, die Kiste können wir mitnehmen. Schmeißen wir erstmal alles ins System rein. Hier, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Sind denn die restlichen? Achso, nee, hatten wir schon erwischt. Okay, alles klar. Gut. Dann haben wir das. Die Gravity Gun, die kann wieder in den Rucksack. Die brauchen wir so schnell erstmal nicht mehr, glaube ich. Außer wir machen später einen Fehler bei der Farm und müssen wieder Tiere umsortieren. Aber das sehen wir dann. Gut. Genau, das eine Stück Schwein können wir nochmal eben schnell hier durchheizen. Wer hat denn, der kann? Ach stimmt, hier ist ja noch unser Refined Iron. Richtig, gut. Dann kloppen wir das hier mal mit rein. Wir haben inzwischen 76,6 Buckets Essenz. Geht auch da in der Hinsicht voran. Ja, schön. Dann, ich stelle mich nochmal ganz kurz hier oben drauf. Ich denke, ich werde morgen in der Folge schon mal die ganzen Maschinen, die wir dafür brauchen, zusammenbasteln. Die können wir auch schon mal platzieren in dem Sinne. Diverse Upgrades müssen wir auch noch bauen. Und die Energieversorgung von dieser Farm, damit werden wir noch ein bisschen warten. Ich vermute mal, das wird so eine Stream-Geschichte werden, muss ich mal gucken. Denn ich habe keinen Bock, den ganzen Kram hier einmal überirdisch hinzulegen, dann den Wartungsschacht zu bauen, das Überirdische wieder abzureißen und dann unterirdisch hinzubauen. Deswegen, wir lassen das Ding erstmal stehen. Wir haben ja an sich genügend Futter hier dabei. Also ich habe da in der Hinsicht gut vorbereitet oder vorgearbeitet. Und wir werden diese Farm dann erst in Betrieb nehmen, wenn wir hoffentlich im nächsten Stream schon, ja, diesen Wartungsschacht von hier, da müssten wir ungefähr gerade sein, da hoch verlegt haben. Im selben Atemzug werden wir wahrscheinlich gleich den Bahnhof mit anschließen. Einfach, weil wir es können. Jo. Dann soll es das für die heutige Folge gewesen sein. Machen wir mal halt nicht so viel technischen Kram. Denn man kann ja auch mal einfach stumpf ein bisschen was bauen, was momentan noch ziemlich hässlich aussieht. Aber das kriegen wir auch noch hin. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.